Unwirksame Klauseln in Arbeitsverträgen. Was ist zulässig und was nicht? Arbeitsverträge regeln oft wesentliche Vertragsbedingungen wie Gehalt, Arbeitszeit, aber oftmals werden auch andere Inhalte geregelt. Und die Frage stellt sich, ist denn das wirklich wirksam, weil es ja vereinbart wurde? Und warum müsst ihr Betriebsräte das wissen? Euch Betriebsräten kommt ja auch eine Überwachungsfunktion zu. Und Betriebsräte sollen darauf achten, dass der Arbeitgeber sich an die Gesetze hält. Das lernt ihr und mehr dazu erfahrt ihr in unseren Webinaren und Seminaren Arbeitsrecht Teil 1 und Teil 2. Über dieses spannende Thema spreche ich heute mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Niklas Pastier aus Berlin. Hallo Niklas. Hallo Maya. Das ist wirklich ein super spannendes Thema. Denn einerseits herrscht, du hast es gesagt, Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt, es gibt wenige Regeln, die das Gesetz oder die Tarifverträge dem Arbeitgeber vorschreiben. Andererseits ist es ja so, dass die Arbeitsverträge gar nicht immer Klausel für Klausel ausgehandelt werden, sondern der Arbeitgeber, der verwendet nicht ganz selten Formulare. Das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist ein Segen, weil wir dann immer erstmal was vorliegen haben, was unterschrieben werden kann. Es ist aber auch ein Fluch, weil da vielleicht etwas drinsteht, was nicht fair ist. Maya, was würdest du raten? Soll ich jetzt so eine aus meiner Sicht unfaire, unwirksame Klausel als Arbeitnehmer unterschreiben oder mache ich da erstmal Ärger? Ja, also der erste Gedanke ist natürlich, ich unterschreibe doch nichts Unwirksames. Aber Niklas, wir Anwälte denken natürlich eher taktisch. Ja. Und wir würden auf alle Fälle empfehlen, eine unwirksame Klausel oder beziehungsweise einen Arbeitsvertrag, der solche Klausel enthält, zu unterschreiben. Warum denn? Denn du hast bereits erwähnt, unwirksame Klauseln müssen ja nicht immer wirksam sein, selbst wenn das unterschrieben ist. Ja. Es herrscht ja oft der Irrglaube, ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag, der gilt und das, was unterschrieben ist, muss ich dann auch einhalten. Aber so ist es nicht. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so erkenntlich ist. Formulararbeitsverträge bedeutet auch was? Dass die sogenannte AGB-Rechtsprechung ja anwendbar ist. Paragraph 305 fortfolgende bürgerliches Gesetzbuch. Und was sagt denn diese AGB-Rechtsprechung? Ja, das ist super streng. Ja, jede Klausel des Arbeitsvertrags muss transparent sein. Das heißt, sie muss verstehbar sein. Jetzt nicht nur von der allergrößten Leuchte, sondern von einem ganz normalen Arbeitnehmer, der jetzt keine besondere juristische Vorbildung hat. Und wenn zum Beispiel im Arbeitsvertrag drinsteht, dass sämtliche Überstunden so einfach abgefrühstückt sein, also abgedeckt von dem Gehalt, das ich beziehe, dann wäre das unwirksam. Das ist ein wichtiges Beispiel. Also diese All-Inclusive-Überstunden, alle Überstunden abgegolten mit dem Grundgehalt, das ist unwirksam. Bedeutet, Niklas, ich könnte das als Arbeitnehmer unterschreiben, es würde nicht gelten oder nicht wirksam sein. So mit der Folge, was gilt dann? Ja, ich muss keine einzige Überstunde dann ableisten. Und mache ich es doch, was ich natürlich auch raten würde, dann muss diese Überstunde, die insoweit freiwillig geleistet wurde, bezahlt werden. Wie toll ist das denn? Richtig, es gilt nämlich dann das Gesetz. Ja, und das Gesetz sagt ja, für Arbeit gibt es Geld. Das war ein Beispiel. Als anderes Beispiel fällt mir spontan ein, diese Leistungen des Arbeitgebers, welche er stets freiwillig unter Vorbehalt oder widerruflich leistet. Irgendwelche Prämien, ein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Und der Arbeitgeber möchte sich irgendwie gerne offen halten, bezahle ich das oder bezahle ich das nicht. Ja. Und er vereinbart auch in seinen Arbeitsverträgen oftmals, dass jede Leistung, die über diesen Arbeitsvertrag hinaus gewährt wird, stets freiwillig ist. Ist denn das wirksam, diese Vereinbarung? Nein. Und deswegen nochmal unterschreiben. Was kann denn der Betriebsrat machen? Kann der, liebe Maya, dem Arbeitgeber sagen, gib mir mal die Arbeitsverträge, also jetzt nicht sämtliche Arbeitsverträge und nicht solche, die individuell vereinbart wurden, aber die, die du immer wieder verwendest, leg die mal am nächsten Donnerstag um 13 Uhr auf meinen Tisch, damit ich als Betriebsrat nach dem Besuch einer WRF-Schulung die mal rechtlich und tatsächlich überprüfen kann. Darf der Betriebsrat das? Der Betriebsrat darf das.
Es ist zwar korrekt, dass Individualrecht grundsätzlich keine Aufgabe des Betriebsrates ist. Also Individualrecht muss ja der Arbeitnehmer dann selbst durchsetzen, seine individualrechtlichen Ansprüche. Aber der Betriebsrat darf, sofern es sich um sogenannte Formulararbeitsverträge handelt. Und das ist der Fall. Denn der Arbeitgeber gibt ja diesen Arbeitsvertrag vor. Es wird ja nicht jede einzelne Klausel mit jedem ausgehandelt. Und der Betriebsrat kann sagen, ich möchte bitte einsehen. Und wenn personenbezogene Daten verwendet werden, dann hat der Betriebsrat sogar gewisse Mitbestimmungsrechte. Paragraph 94 Betriebsverfassungsgesetz regelt es. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Kontrollmöglichkeiten des Betriebsrates. Der Paragraph 80 sagt ja, der Betriebsrat hat darüber zu wachen und zu achten, dass der Arbeitgeber sich an das Gesetz hält. Weil der Betriebsrat insoweit der Wachhund ist im Betrieb, wenn man so möchte. Maja, warst du jemals angestellt, beschäftigt, so als Anwältin oder so? Ja, war ich zu Beginn meiner Tätigkeit, ja. Ja, na, das kann ja so lange noch nicht her sein. Ja. Und bitte, das steht doch so in jedem Arbeitsvertrag, wenn du nicht erscheinst zum Arbeitsplatz. Also wenn du diese schöne Stelle, die wir hier für dich freigehalten haben, nicht antrittst, du nichts, dann schuldest du eine Art Vertragsstrafe von, sagen wir mal, 27 Monatsgehältern. Ja. Wäre sowas zulässig? Das wäre unverhältnismäßig. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass Vertragsstrafen unzulässig sind, aber hier wäre diese unzulässig natürlich, weil sie mich benachteiligen würde, einfach zu sehr benachteiligen würde, richtig. Liebe Betriebsratsmitglieder, das ist zugegeben hier reines Arbeitsrecht, genauer Arbeitsvertragsrecht. Aber darin müsst ihr euch auskennen. Und deswegen, wir müssen nicht drum herum reden, wir freuen uns auf euch in Arbeitsrecht Teil 1 und Teil 2. Da erfahrt ihr weitere unzulässige Klauseln, die in vielen Arbeitsverträgen stehen. Und diese Arbeitsverträge sind dennoch zu unterschreiben.